Und dann Moinsen zum Weekend Week Reward Video, zum letzten vermutlich, weil ich weiß jetzt nicht, was da an Rewards kommt in den nächsten Wochen, aber jetzt ging es ums Ultimate Team of the Season und ums Rest der Welt Team of the Season. Also ich glaube, die Weekend League werde ich mir jetzt nicht mehr danach antun. Ich meine, es ist ja irgendwie nach dem Motto, dass man Picks hat aus den Top 5 Ligen oder irgendwie sowas oder halt gefühlt aus allen irgendwie Picks hat. Ist ja auch nochmal nett und besser für irgendwelche Team of the Week Schichten, die es ja gerade sowieso nicht gibt. Aber nee, die Scheiße drückt mir dann trotzdem nicht an für solche Rewards. Und dann gehen wir direkt mal rein. Wir holen die Rivals-Dinger ab. Ich kann schon spoilern, dass wir, oder dass ich überragenderweise wieder mal 11 Siege geholt habe. So ein riesen Müll. Also diese Weekend League war verrückt. Die war echt so schlecht wie noch, wirklich noch nie. Ich weiß, ich sage es gefühlt jede Weekend League, die war wirklich so schlecht wie noch nie. Sieht man auch hier, ich habe die letzten 5 Spiele oder sowas, als noch ein bisschen Resthoffnung auf 14 Siege war, habe ich auch gesagt, komm, ich scheiße jetzt drauf, ich spiele jetzt einfach Fünferkette, weil die Abwehr so lächerlich einfach zu überlaufen war und einfach quasi keine Abwehr vorhanden war. Und jetzt habe ich ja auch dann Mbappé und Co. wieder verkauft und so. Jetzt haben wir hier noch Longley und Ter Stegen wieder reingestellt, wie immer. Damit lief es auch eigentlich ganz gut. Also statistisch gesehen habe ich mit dem Team mehr Siege geholt in der WL als mit dem anderen Team. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Münzen auf dem Konto und wieder. Vielleicht mache ich dann das garantierte Team of the Season oder das garantierte Best of Team of the Season SBC Pack, wie auch immer. Das ist aber noch nicht raus. Wenn ich jetzt hier gerade mal ganz spontan auf Footbin geschaut habe, ich weiß nicht, ob es das Pack überhaupt geben wird, weil es gibt ein Deluxe garantiert, aber halt, ne, das sind die Top 5 Ligen und da kriegst du einen. Weiß gar nicht, ob es eins geben wird. Ist ja wärmer schon Donnerstag. Ich glaube nicht, dass es noch eins geben wird, wo man eins aus dem einen garantierten aus dem Best of the Season bekommt. Weiß ich auch nicht. Das Rest der Welt werde ich auf jeden Fall noch machen. Das kostet gefühlt nichts. 13k, wie ich hier sehe. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir dann in den Rewards, ne, einfach nur irgendwie noch das Rest der Welt holen, weil ich glaube, wir sind wie damals mit dem Bundesliga-Team of the Season, wir sind unlimitiert, was das angeht. Rating und sowas, also wir könnten einen kriegen, sind es aber halt natürlich nicht garantiert, das bist du also ab Gold 2. Und ja, der eine Spieler-Pick, ich erwarte mir absolut gar nichts. Es sind vor allem die Team of the Seasons eingeblendet. Natürlich, das Ultimate-Ding ist krank. Klar gibt es da auch irgendwelche Sommer-Immobilien und so, die jetzt nicht so viel wert sind oder selbst ein Oblak. Ein Oblak 58k, heller Wahnsinn. Na, egal was da kommt, wäre geil. Vor allem für 11 Siegen. Und dann gibt es auch hier noch ein paar ganz nette aus dem anderen Team of the Season, aus dem Rest der Welt, so ein Orsic zum Beispiel. Oder auch ein David oder einen Eduard und so Leute, die sind gar nicht mehr so verkehrt. Also lustig, dass sein Leibold drin ist, tatsächlich einer aus der zweiten Liga. Aber wie gesagt, ich erwarte nicht, dass ich da überhaupt irgendwas ziehen werde. Deswegen ohne große Hoffnung einfach zack, drauf gedrückt, let's go, was kriegen wir? Oh, huhu! Ah, das ist ein richtig guter Pick, ne? Also für Silber 1 ist das ein fucking guter Pick. Wir haben den Eduard, den David und Kimmich. Also du musst ja eigentlich zu hundertprozentig ganz safe dann den Kimmich nehmen. Oder sehe ich da gerade irgendwas falsch? Ich schaue mal kurz die drei Spieler an. Also war relativ klar, wenn ich hier nehme, dass ich da Kimmich nehmen werde. Auch wenn er jetzt halt nicht so perfekt groß ist für die Position vielleicht, aber den nehmen wir auf jeden Fall mit. Eduard und David beide ziemlich genau bei der bei 80k. Der David hat auch echt eine geile Karte, ne? Aber wie willst du den großartig irgendwie linken? Als Kanadier und dann Belgisch Liga und sowas. Gehe natürlich auf Safe Call und weil es einfach einer aus dem Best of Team of the Season ist. Mal gucken, ob ich den Einbau. Muss ja in Richtung Bully auch ein bisschen gehen. Liga A und Bully Mix. Wird Kimmich safe mitgenommen. Also das ist natürlich für Silber 1 ist ein krasser Pick, dass überhaupt einer dabei war aus dem Best of Team of the Season. Und so lasse ich auch die Gefahr aus, dass wenn ich dann irgendwann noch das garantierte Rest der Welt Team of the Season Pack, was ich euch vielleicht einfach noch als Screenshot oder sowas einblende am Ende vom Video, wenn ich das öffne, dass ich dann irgendeinen oder vielleicht sogar den einzigen da Doppelziel, den ich jetzt hier genommen hätte, das ist auch damit raus. Ja, dann machen wir immer die Packs. Das ist völliger Quatsch. In den Packs ist sowieso immer nur Scheiße drin gewesen bisher. Natürlich beweist mir ein etwas anderes. Oh, Team of the Season, Bruder. Ist es Lewandowski? Nee. Alter, leck mich am Arsch. Ich dachte kurz, es wäre Lewandowski, ne? Ich meine, der ist auch im Ultimate Team of the Season. Mal kurz gucken. Ja. Ach du Scheiße, Lewandowski-Troll ist da. Joschwiak. Sieht auch einmal so verkehrt aus, ne? Das ist natürlich wie immer Liga, ne? Polnische Liga. Und Fernandinho noch. Das sind zwei Walkouts. Also, das ist ja abartig. Also, das Pack, vor allem ist das ja eigentlich das nominell, sag ich jetzt mal, schlechteste Pack von allen. Das ist ja echt ein verkehrtes, das typische Ding. Du siehst so, boah, geil, 97 Pace und so. Und dann siehst du wieder drei Sterne, drei Sterne. Packen wir einfach alles mal ganz entspannt auf die Transferliste. Krass, krass. Das ist wirklich jetzt schon eigentlich die beste Kombi aus allen Team of the Seasons bisher. Der Kimmich. Klar, der Luis Alberto noch krasser, der Kimmich. Direkt noch ein Team of the Season Pulf. Ziehen wir noch einen zweiten in den verbleibenden drei Sets. Mal gucken. Ich glaube es eher nicht. Da ist es wieder nur Schmutz drin. Und dann kommen wir zu den zwei Packs von. Weiß gar nicht, ob das jetzt noch. Das müssen eigentlich jetzt die beiden Packs von den FUT Champions Rewards sein. Bin mir noch nicht sicher. Das 35k ist auf jeden Fall von den FUT Champions Rewards. Da ist nichts drin. Und dann bleibt noch das 35k.
Carsit übrig. Schauen wir mal, ob da noch was drin ist. Wäre ziemlich nice, wenn wir noch einen ziehen würden. Nee, da ist nichts drin. Aber junger Vater, das war ein Lewandowski-Troll. Ich dachte schon kurz. Und da ist die Kamera weg. Die letzten Sequenzen bekommen wir dann ohne Kamera, weil da eiskalt einfach der Akku leer ist. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Na, ihr seht dann nochmal den schönen Kimmich. Einfach geil. Einfach geil. Mal gucken, wie gut oder schlecht er sich spielen lässt. Also wird auf jeden Fall irgendwie eingebaut. Wird dann halt am Ende des Tages ein Mix aus Liga und Bundesliga. Und dann werde ich hier noch ganz schnell die Rest der Welt, die Unterseason SBC machen und dann komme ich nochmal zurück. So, haben wir jetzt noch ganz schnell auf ganz entspannt aus dem Verein, weil es einfach nur 82er Rating hat und 40 Chemie, also total chillige SBC von EA. Gehen die Props raus für nur, keine Ahnung, also Normalfall für jeden Spieler eigentlich kostenlos. Raus damit, vielleicht ziehen wir ja sogar was Geiles. Wir haben ja gesehen, dass der David zum Beispiel und sowas gibt ja echt gute Leute aus dem Rest der Welt, Team of the Season. Schauen wir, was da kommt. Kanadische Flagge? Nee. Stürmer klingt schon mal gar nicht verkehrt. Kann man gleich mal einwechseln. Sagt mir trotzdem nichts. Ah ja. Dort Junior Moraes sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Normal hat der 4 Sterne oder so. Boah, 4 Sterne schwacher Fuß. Das gefällt mir. Den kann man safe mal einwechseln. Da bin ich dabei. Flair nochmal als Eigenschaft. Da bin ich definitiv dabei. Gefällt mir. Und dann würde ich sagen, es gibt diesmal kein Drandenken an das Einlösen für Champions, das Einlösen der Punkte, weil ich die Vegan League nicht spiele. Es ist so vorbei, diese Phase mit diesen 5, 6 Vegan Leagues da, wo es mit Team of the Season Picks ganz interessant aussieht, aber da bin ich jetzt definitiv raus. Und wenn ich jetzt keinen vergessen habe, sind das hier unten alles unsere Picks gewesen aus dem diesjährigen Foot Champions Vegan League Hype, sage ich jetzt mal. Ja, die sind eigentlich wirklich. Kann man sich mehr oder minder nicht beschweren dafür, dass ich da jedes Mal Gold 3 oder Silber 1 kam. Kann nochmal gucken. Best of Team of the Season Silber 1. Wigan League der Liga Gold 3. Serie A Gold 3. Englische Liga Gold 3. La Liga Gold 3. Und die Bundesliga war dann Silber 1. Da ganz knapp vorbei mit 13, 17. Ja, kann man eigentlich echt damit zufrieden sein für die Ränge. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und jetzt am Ende nur noch zuhören. Und bis zum nächsten Mal. And it goes